Ich habe heute Zeiten mal aufgenommen, zweimal aus Spaß. Und zwar habe ich Folgendes vor, dass ihr auch mal einfach, wenn ihr Bock und Zeit habt, mal 100, 200 misst. Einfach nur mit Tacho, ohne Drivebox und sonst was. Einfach nur mal so. Und wir das einfach mal vergleichen können. Dass einfach ihr eure Zeit postet, 100, 200 und dann einfach sagt, was ihr da relativ gammelig habt. Ne? Mit dem Handyvideo einfach so 15.1, 15.3 oder was auch immer das jetzt war für eine Zeit. Einfach mal messen und in dem Video aufschreiben und notieren können. Dass wir mal so einen Eindruck kriegen, wie die Autos alle so laufen. Am besten dazu schreiben, welches Auto ihr habt, welchen Motor ihr habt. Und dann Schalter, Automatik und dann einfach die Zeit droppen. Würde mich mal interessieren, das Ganze halt nicht so professionell gemessen, einfach die reine Tacho 100, 200 ist natürlich nicht die originale Zeit, brauchen wir nicht gar nicht zu diskutieren, aber das würde ich mal ganz interessant finden. Was meine Zeit ist, weiß ich auch nicht, ich habe sie einfach schon bei Insta in die Story gepostet. Drop das mal, ich bin gespannt, was da rauskommt und ja, einfach mal hier so ein kleines Update von unterwegs. Jo Leute, kurzes Update. Ich war gerade ein bisschen auf der Autobahn unterwegs, bin insgesamt 200 Kilometer gefahren. Davon waren glaube ich 20 oder 30 schon am Start und habe einen halben Tank verfahren, versehentlich auf der Autobahn. War natürlich sehr frei. Hab noch eine Restreichweite. Ich drehe, zeige ich das mal. 218 auf dem halben Tank. muss man auch mal hinkriegen, auf jeden Fall ganz nice. Gerade bei uns in der Gruppe ging es ums Thema KGE. Ich habe gerade eben den KGE mal bei mir geöffnet und einmal neu gestartet. Und das Video habe ich auch mal gerade in die Facebook-Gruppe einmal reingeladen. Das werden wir mal ein bisschen gucken, was denn jetzt der Fakt ist, wie es richtig laufen soll, wie es nicht richtig laufen soll. Gebe ich dir nochmal einen kurzen Augenblick. Aber werde nochmal einmal gucken, wie die KGE bei mir halt reagiert. Ich krieg den gar nicht auf. Ich krieg den nicht auf, ey. Mein Motor ist noch so heiß, ich krieg den nicht geöffnet gerade. Warte, ich tu mir mal einen Lappen. Das war eigentlich mal geordnet hier. So, also KGE ist wie gesagt mit Unterdruck. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dieses Zischen. Das ist auf jeden Fall am Start, aber so, weil das halt noch alles so heiß ist. Also ich habe echt dran gezogen, habe ihn halt nicht aufbekommen. Aber jetzt mit dem Lappen ging es doch. Aber er ist halt nicht so abgesoffen wie bei Philipp jetzt. Ne? Also schon anders. Ist aber auch ein N52. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Aber interessantes Thema auf jeden Fall.